Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei BK Performance, bei Benny. Oma Golf steht immer noch so hier, wie wir neulich nachts abgestellt haben. Finde ich übrigens extrem cool, dass ihr das Video so gefeiert habt. War nämlich ein witziger Abend. Und heute geht's weiter an diesem Fahrzeug. Dieser Motor, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ist mittlerweile 2 Saisons ungeöffnet. Jetzt haben wir lange überlegt, was wir machen. Wir lassen ihn weiterhin ungeöffnet, aber ziehen immerhin einmal den Kopf runter, um den einmal zu checken, weil grober Plan ist, mechanisch Nockenwellen, dass wir ein bisschen höher drehen können. Und einmal den Kopf prüfen, ob da nicht mittlerweile irgendwas dran undicht ist. Weil ihr erinnert euch, da sind ja diese Beryllium-Sitzringe drin. Und da hat selbst NG gesagt, lasst uns da lieber mal irgendwann mal reingucken, um einfach mal einen Verschleiß festzustellen. Jetzt kommt auch noch dazu, dass NG eine neue Maschine hat. Das heißt, die können jetzt bei sich die Sitze noch besser schneiden. Das heißt, in diesem Video seht ihr nicht nur, wie wir feststellen, ob noch alles heile ist. Wir können die Sitze nachschneiden. Wir werden die Kanäle beschichten. Kommen wir später zu. Und am Ende bauen wir das Ganze mit neuen mechanischen Wellen zusammen. Klingt nach 2 Stunden Video, ne? Nein, nein, wir haben das schon ein bisschen vorbereitet hier, das geht jetzt ratzfatz. Also, als allererstes checken wir, wie die Nockenwellen eingemessen sind. Alleine, damit wir wissen, die letzte Leistungsmessung und so weiter, wo wir einfach stehen. Prüfer, dass ich sehe, wo OT ist. VR6 hat immer den großen Vorteil, Einlass und Auslass ist auf einer Nockenwelle zusammen. Einlass, Auslass. Das heißt, Einlass steht immer im Verhältnis zum Auslass gleich. Also wir müssen nur eine Seite messen und wissen, wie die Nockenwelle stand, weil wir die andere Seite eh nicht ändern können, weil wir können nicht die Nockenwelle durchschneiden und wieder zusammenschweißen. Das heißt, es reicht, wenn wir Einlass messen, natürlich vordere und hintere Bank und fertig. So, ich habe das mal schon vorbereitet, dass das hier ein bisschen schneller geht. Das heißt, ich drehe ihn jetzt nur auf OT und habe die Messuhr, ich nulle sie nochmal, wir wollen das ja genau machen. Und wir stehen bei 0,7 mm Hub im OT. Einlassseitig. Das ist schon eine Leistungsstellung, also das ist definitiv die Stellung, also wenig Einlasshub, heißt der Einlass geht spät auf. Das heißt, wir sind in der Leistungsstellung, das heißt, wenn ihr eine Nockenwellenverstellung habt, geht die Einlasswelle auf früh. Das heißt, wir hätten jetzt im OT 3, 4, 5 mm Hub. Deswegen brauchen wir noch immer tiefe Taschen im Kolben, weil Kolben kommt nach oben, Ventil steht raus. Wir stehen schon relativ spät. Ich weiß allerdings, diese Nockenwellen hatten wir bei Marius im Golf auch drin. Dort haben wir sie auf dem Prüfstand noch weiter zurückgedreht, bis auf 0,3 mm. Also das ist schon die Leistungsstellung. Wir hatten bei Marius allerdings noch ein bisschen mehr Leistungsstellung gemacht. Das Gute ist, sie steht wirklich auf dem Punkt genau da, wo sie stehen soll. Weil ich weiß noch, als wir ihn damals zusammengebaut haben, haben wir diese 0,7 gemacht. Das heißt, da ist soweit alles Taco. Das Gleiche haben wir vorne auch schon kontrolliert, die vordere steht auch so. Das heißt, da ist bisher alles soweit in Ordnung. Dann können wir das Ganze abnehmen und als nächstes machen wir weiter mit Kompression. Weil Kompression ist halt immer der Hauptindikator für Ventile, ob dicht oder undicht. Dann kommt noch ein bisschen Block dazu, aber Kompression ist schon mal die halbe Miete. Flo, ich würde sagen, du setzt dich rein. Ja. Vollgas. Kannst du, ne? Dann gebe ich dir mal das Objekt der Begierde. Ganz wichtig, habe ich damals nämlich mit Absicht so gebaut. Normalerweise würde jetzt hier der ganze Sprit rausplätschern. Deswegen habe ich einfach faul, wie ich bin, die 4 Relais hier nach vorne gesetzt. Habe mir bis heute nicht markiert, welches für die Spritpumpe ist, schlauerweise. Deswegen ziehe ich einfach alle 4 raus. Das heißt aber, wenn Flo gleich Zündung anmacht und auert, kommt definitiv kein Sprit mehr raus. So. Jo. Klingt auf jeden Fall komisch. Kann aber auch normal sein durch den offenen Kettendeckel. Ich würde sagen, der klang so. Ich glaube, das hört sich tatsächlich so an, weil er keine Kompression hat gerade, ne? Und einfach frei läuft, der Anlasser. Junge, da reißt die Kette gleich, Alter. Also Florian, Kupplung treten, Vollgas, ne? Ja. Kann losgehen. Jo. Boah. Der erste steht mit 6 Bar im Saft. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Jo. Ja. Reicht. Auch 6 Bar. Jo. Ja. Ich hab's gesehen. Ah, 3 Bar. Ja, ich hoffe, das Ende vom Video ist nicht doch, dass wir den ganzen Block ziehen hier. Jo. Jo. Der hat 7. Ich hätte leider, ehrlich gesagt,
meinen eigenen Prüfer mitgebracht, weil das ist jetzt aber für uns auch egal, weil es geht jetzt rein erstmal nur darum, welcher Zylinder eventuell ein bisschen Ärger macht, dass wir uns den dann am Ende ein bisschen genauer angucken. Weil, klar, wenn hier natürlich irgendwas jetzt gerade nicht 100% abdichtet, ist natürlich auch gleich die Kompression schlechter. Jo. Ja. Der hat auch 7. Jo. Ja. Okay. Also, wir fassen zusammen. 6, 6, 3. 7, 7, 4. Also ich würde jetzt schon mal so sagen, wir haben jetzt hier keinen kapitalen Totalschaden zwischen. Das klingt jetzt erstmal extrem wenig, aber ich weiß nicht, wie sehr ich dem Ding hier gerade... Ja, Fakt ist ja, dass einer weniger hat. Fakt ist, die beiden vorderen haben beide ein bisschen weniger. Das heißt, die müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen genauer angucken. So, aber ich denke mal auch, wir werden auf jeden Fall auch gleich sehen, wenn wir den Kopf runter haben, wie die Laufbahnen aussehen. Also ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach schnell den Kopf runter. Komplett mit Krümmerlader. Dann nehmen wir Krümmerlader ab. Ja. Und dann wissen wir schon mehr. Ne? Wellen sind raus. Das waren somit die krassesten Hydro-Wellen, die es von Debilas so gibt. Jetzt kommen neue von Debilas rein, das zeigen wir euch allerdings später. Die gab es auch so noch nicht im VR. Soll jetzt nicht heißen, dass das toll ist, sondern ist eher wieder Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert. Sind aber wirklich krass von Werten her. Also wir reden jetzt wirklich mal von Nockenwellen mit mehr als 300 Grad. Also das ist wirklich fies. So, ein Punkt, den man ganz gut sieht, ist, was immer ein Problem an den Hydros ist. Das erste Problem ist, dass selbst nach kürzester Zeit die Oberfläche schon echt scheiße aussieht. Also man merkt auch mit dem Finger schon, wie sich das leicht eindrückt. Das heißt, die Federkräfte dahinter von der Ventilfeder sind einfach so hart, in Kombination mit diesem krassen Nockenhub von den Nocken, dass sich das wie einmassiert mit der Zeit. Man sieht auch richtig gut, wie Einlass und Auslass unterschiedlich verschlissen ist. Gefühlt dreht sich die Einlassseite mehr. Und dann, seht ihr das hier? Das ist halt auch nicht normal, dass man den Hydro so ein bisschen drehen kann. Ich wette, das Ding fällt da drunter auch auseinander. Das ist nämlich dann immer mit der Zeit, geht nämlich dieses Element, genau, hier, siehst du, zack, und da fällt es eigentlich schon auseinander. Das ist halt einfach, ein Hydro kann halt, keine Ahnung, ich sag mal 7000, vielleicht 7,5 kann so ein Ding langfristig. So, wir haben da ganz gerne auch mal 8 oder 8,5 mitgedreht. Das fällt nicht direkt auseinander, aber der Verschleiß ist halt wirklich am Ende brutal. Alter. Wie als wenn wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben. So, und jetzt kippen wir nach hinten her. Das ist nämlich unser Wastegate, ist gleichzeitig. Ey, aber so sieht das Abgasgehäuse gar nicht so klein aus, ne? So thermoisoliert sieht ja schon nicht schlecht aus. Das ist halt der Wahnsinn, den ganz viele von euch nicht glauben werden, dass da halt echt dieser Gusskrümmer von Marius immer noch drauf ist, ne? Es ist immer noch der gleiche. So. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sieht gut aus. Sehen alle gleich aus. Hier, Benni, guck mal. Kompression. Kompression könnte auch eine Telefonnummer sein. 6, 6, 3, 7, 7, 4. Also ich weiß jetzt nicht, der Kompressionsprüfer, ob der ein bisschen abpfeift. Also zwei Zylinder, die beiden hatten beide ein bisschen weniger. Es war jetzt zumindest keiner komplett platt. Aber Verbrennungsbild ist relativ gleichmäßig. Ja. Ne? Das haben wir ganz gut in den Griff bekommen, indem wir halt die vordere und die hintere Bank anders laufen lassen. Mhm. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich glaube, die hintere Bank ist zwischen 3 und 5% fetter. Mhm. Aber halt mit dem Gusskrümmer, ne? Halt immer wieder. Der Gusskrümmer ist eh ein Wunder. Also. So, also da können wir nichts dran checken, das muss NG alles machen. Das ist ja eigentlich immer so der kritische Bereich hier im VR, ne? Mhm. Also Indikator ist halt auch immer schon,
Das Problem mit Ethanol ist natürlich, wir werden niemals Verbrennungsrückstände sehen. Mhm. Die werden da einfach nicht hinkommen. Ne? Krass ist halt, diese VR-Blöcke sind alle sowas von räudig von innen, ne? Dass sich selbst auf so einem Motor schon wieder Rost absetzt. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, hier so ein bisschen getroffen. Das sieht hier tatsächlich schon krass aus. Ne? Und ist auch tatsächlich die Auslassseite. Ja, da ist er undicht gewesen, würde ich sagen. Und hier würde ich sagen auch, weil das sind so ein bisschen Schmauchspuren. Genau, hier sieht man definitiv auch, wie es schon ein bisschen mehr wird. Und hier ist immer die ganz kritische Stelle, wo es halt im Wasserkanal geht. Richtig, ne? Genau. Da sieht es tatsächlich noch ganz okay aus. Ne? Mhm. Aber da gebe ich dir recht, das hier ist definitiv schon... Ja. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben auch schon wieder ewig nicht nachgezogen. Mhm. Also der ist wirklich einfach nur gelaufen. Aber hier sieht man jetzt schön auf jeden Fall, dass man was sehen kann. Irgendwas war hier. Mhm. Irgendwas ist da auf jeden Fall schon ein bisschen passiert. Andere Seite. Was war das zum Schluss? 3,5 da? Ja. Guck, andere Seite sieht besser aus, aber das ist ja meistens so, dass die Blockseite, natürlich presst es sich immer auf Stahl besser als auf Alu, ne? Absolut. Mhm. Aber so rein die Zylinder, die sehen echt kacko aus, ne? Das hier war der Kollege mit weniger. Mit am wenigsten, ich formuliere es mal so rum. Genau, jetzt können wir jetzt nächstes Jahr mal einmal gucken, hier, ob man hier auch was sieht vom Durchbrennen. Hier sieht man es natürlich dann auch am schönsten. Das sieht da eigentlich ganz gut aus. Das passt eigentlich auch. Fass mal über die Kupferringe rüber. Weil der hat jetzt halt schon wirklich, die sind fast weg, ne? Alter, krass. Hier mal hier. Ja, ist eigentlich wie weg, ja. Ja, das ist, ja, da merkt man dann halt, dass doch 2-3 Saisonen und so weiter, ne? Ja. Dass dann alles sich ein bisschen setzt und so weiter. Aber, film mal, René, ich glaube, wenn du von an meinem Po vorbei in die Laufbahn reinfilmst. Also die sehen wirklich so gut aus, die Zylinder, dass es mich jetzt schon wieder reizt, für euch ein Experiment zu machen. Wir lassen das, wie es ist, ja. Machen mal nur den Kopf, ja. Und gucken, ob die Kompression wieder gut ist. Weil das wäre mal wieder ein cooles Experiment für jeden, weil jeder normale Mensch würde jetzt bei 3 Bar sagen, jetzt hast du es ja eh zerlegt, warum machst du nicht gleich Kolbenringe, ne? Ich würde das Risiko aber fast eingehen. Ich glaube es nicht, weil die Zylinderoberfläche so gut aussieht. Ich würde sagen, das ist irgendwie eher ein Kopfproblem oder ein Dichtungsproblem. Ja, ja, oder halt einfach, ich würde es nicht Problem nennen, sondern einfach verschlissen. Ja. Es kommt ja bei den Leistungen einfach irgendwann der Moment, wo es halt einfach durch ist. Ne? Absolut. Und das ist ja der Punkt, den wir mit dem Video auch zeigen wollen. Also ich würde auch sagen, das lassen wir alles, wie es ist. Hast du Lineal zum Drauflegen? Ja, klar. Bringt uns aber gerade eh nichts, weil müssten wir die Ringe rausmachen. Müssen wir vor dem Zusammenbau machen. Mhm. Die Ringe da rauskriegen wird eine richtige Aufgabe. Ja, gerade so reingepresst. Ne? Marius, wir brauchen dich. Du bist ja der Ringexperte hier. Ja, weil die, guck mal, die sind wie weg. Also, fass mal den hier an. Fass mal den an. Hier, da. Ich hab das noch nie so gesehen. Der ist wie, als wenn er weg ist. Also normal ist so, wie wenn du da so rüberfasst. Ne? So haben wir es normalerweise. Ja, immer, ne? Ja, genau. So, aber die sind teilweise wirklich wie... Ja, klar, ne? Wie weg. Okay, ja, ich würde sagen, Krümmer ab, wir laden den Kopf ein und ab zu NG. Da sind wir. Moin, hi. NG Motorsports, mal wieder am Start hier. Und jetzt gucken wir mal, was der Kopf so hat oder aber nichts hat, was die andere Variante. Sieht eigentlich erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Ne? Also, wie gesagt, wir hatten 2 Zylinder mit ein ganz bisschen weniger Kompression. Mhm. Variante 1 ist, dass halt in dem Sitz schon ein bisschen Verschleiß ist? Ja. Kann das sein? Ja. So wie du das Auto betrieben hast, kann da durchaus mal was sein, ne? Man muss halt wirklich dazu sagen, das war ein reines, ich sag jetzt mal, Rennauto im Oma-Stil. Das heißt, wir haben das Auto wirklich nur genutzt. Also ja. Egal wann, wie, wo. Es war wirklich entweder Event, entweder Abstimmen und Prüfstand oder irgendwelche Dönigens machen. Der klassische 1000 PS Golf 3. So, und dann wollten wir ja eh mal gucken, hier sind ja diese Spezial-Heat-Führung von euch drin. Mhm. Noch sieht man die nicht. Da ist ja eh so die Frage, wie das langzeitmäßig... Heat-Sitze und Heat-Führung haben wir, glaube ich. Genau, ne? Volles Programm. Ja. Wie ist der Plan? Was machen wir? Ich würde sagen, du hast den jetzt ja schon einmal so grob abgewischt. Wir ziehen jetzt mal erstmal einmal Unterdruck auf allen Kanälen. Gucken mal, wie das Ganze so aussieht. Und dann würde ich sagen, bauen wir ihn auseinander und gucken uns den Rest an. Unterdruck ziehen heißt, um zu gucken, wie gut die Ventile noch abdichten. Genau, wir gehen jetzt einfach mit so einem Gummiadapter einmal jeweils auf den Kanal mit einer Unterdruckpumpe ziehen, einmal Unterdruck und gucken einfach mal, ob das Ganze noch dicht ist. Können wir einen Unterschied sehen? Ja. Also, das sieht man, sieht schon, wie viel es noch nicht ist. Ja, wir haben eine richtige Anzeige. Okay, los geht's. Auf geht's. Wir können hier natürlich jetzt nicht den Betrieb einstellen, deswegen es könnte natürlich sein, dass es ein paar Störgeräusche im Hintergrund gibt. Weil da wird fleißig gefräst. Wir werden fleißig VR-Köpfe schon gefräst. Immer. So, wollen wir schauen? So, wir haben uns übrigens farblich, ich habe mich nicht zufälligerweise farblich genau eurer neuen Maschine angepasst. Da kommen wir später zu. Hier werden jetzt die Sitzringe geschnitten. Genau. Aber erstmal machen wir einen Unterdruckcheck. Erstmal Unterdruckcheck.
So, René kann ja mal vielleicht hier gleich mal einmal auf die Anzeige mitgucken. So, das sieht erstmal soweit schon mal sehr gut aus. Das heißt, wir ziehen jetzt gerade die Auslassseite, ne? Ja, das war jetzt gerade Auslass. Ja, okay, man sieht aber schon einen Unterschied jetzt gerade. Sieht schon einen Unterschied. Wir gehen erstmal einfach alle einmal durch. Flupp. Flupp. Ah, da krieg ich gleich Durst. Boah, guck mal. Das ist aber auch zornig. Aber warte mal, hier ist irgendwie ein bisschen Dreck am... Ja, da sieht man auch ein bisschen weniger, ne? Mhm. Kannst du nur einmal umdrehen? Das heißt, zum Mitschreiben, bist der war am schlechtesten. Der war am schlechtesten, theoretisch, ja. Der zweite. Also am schlechtesten mit irgendwie 0,7, 0,8. Ne? Ja, also war immer noch dicht. Genau, nur minimal weniger als die anderen. Ja. Ne? Und das ist allerdings die Seite, wo theoretisch die Kompression hoch war. Ja. Also auf der Auslassseite konnten wir bisher nichts feststellen, warum die beiden vordersten Zylinder weniger haben. Viele werden jetzt fragen, warum wir den Kopf nicht jetzt erst waschen. Warum wir sie nicht erst in der Wäsche packen. Ich möchte es einfach unverfälscht haben. Also okay. Es kann ja auch sein, dass irgendwo noch was zwischen ist oder so. Wir machen das gleich nach dem Waschen nochmal. Ich wollte aber jetzt einmal so genau, wie du ihn ausgebaut hast, einmal schauen, was Phase ist. Ich würde sagen, ich schleife da einmal ganz zart rüber. Ja. Theoretisch müssten die genauso stark sein vom Unterdruck her wie Auslass. Theoretisch müssten die genauso stark sein wie der Auslass. Wir sehen jetzt aber schon, wir sind hier bei 0,4. Blub. Ja, der ist besser. Ah, krass, okay. Ja, der hat jetzt auch wieder 0,7. Mhm. Hört man auch. Boah. Blub. Ja, knapp 0,5. Ja, auf der 04. Müssen wir einmal auseinanderbauen, müssen wir uns einmal anschauen. Zeig noch einmal den ersten, weil jetzt passt sich das nämlich auch genau. Die beiden sind die weniger Kompression hatten. Ja, kann ja natürlich auch mal sein, dass irgendwie was dazwischen ist oder sowas. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber ich würde auch gerne noch meine Taschenlampe einmal nehmen. Freut er sich. Ein Glück habe ich nicht so viele Spielzeuge. Okay, 0,2, der hat 0,2 und hier haben wir. Der hat am wenigsten. Das ist jetzt. Ah, okay. Aber was auf jeden Fall schon mal. Also, jetzt müssen wir natürlich klären, warum da ein bisschen Verschleiß ist. Mhm. Aber immerhin ist schon mal gut, dass es zu unserem Kompressionsmessen passt. Dass der am wenigsten hatte, jetzt auch am wenigsten Unterdruck ja. zieht. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einmal auseinander, stellen uns das alles dementsprechend hin. Und gucken uns das einmal an. Ja, also so eine Teilewäsche brauche ich definitiv leider auch nochmal. 5.000 Euro. Okay, ich brauche keine. Nein, weil zum einfach, es ist einfach die Motivation, an so Teilen zu arbeiten. Weißt du, sie kommen einfach, guckt euch das mal an hier, man kann alles anfassen, ohne dreckige Finger zu haben. Es ist alles sauber. Das muss man jetzt mal dazu sagen, das ist halt ohne Ultraschall, ne? Das ist jetzt nur einmal durch die Waschbox gefahren, ne? Waschbox und fertig, ne? Richtig. Was haben wir jetzt gehabt? 20 Minuten? Okay, kommen wir zum Wesentlichen. Witzig finde ich auf jeden Fall, was man schon mal gut jetzt sehen kann, ist, wie die Auslasssitze deutlich breiter geschnitten sind als die Einlasssitze, was ja vollkommen normal ist wegen Temperatur. Genau, wir wollen ja irgendwie die Wärme aus dem Ventil auch rausbekommen. Kann das vielleicht ein Grund sein, warum so ein Einlasssitz eher mal undicht wird? Also ich glaube, das Hauptproblem ist, wir haben ja auch gerade schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ist halt, wie hoch thermisch beansprucht dieser Kopf überhaupt ist. Und hier gerade beim VL6, wir haben jetzt hier 42er Einlassventile, das Material staucht sich halt im Betrieb bei so viel Leistung, dass man halt einfach hier in der Mitte, wir können das auch gleich nochmal zeigen, arbeitet sich das Material hoch und an der Stelle verformt sich natürlich auch der Sitz. Ah, okay. Ja, das ist ein ganz, weil man sieht, eigentlich sehen alle Sitze extrem gut aus. Also weißt du, das ist nirgendwo hier irgendwie durchgebrannt. Nein. Das sieht schon alles echt taco aus. Die Ventile sahen ja auch gut aus. Wir haben ja eben, glaube ich, auch René hat es, glaube ich, eben einmal abgefilmt, wo alles noch dreckig war. Das heißt, ihr vermutet, dass diese kleine Undichtigkeit dadurch zustande kommt, dass das Ganze arbeitet. Das arbeitet ihr einfach, das quetscht sich einfach hoch. Das sieht man sogar mit einem bloßen Auge minimal in dem Bereich. Jetzt muss man noch dazu sagen, fairerweise, dieser Motor hat mindestens zweimal eine wirklich extrem hohe Wassertemperatur gesehen. Okay. Das heißt, wir waren einmal auf dem Treffen unterwegs, da ist uns leider der Motor so leicht in den Wasserkühler gekippt während der Fahrt. Okay. Das heißt, das Wasser ist natürlich ausgelaufen und wir haben noch, weiß ich noch, mit dem Alus-Wascheimer dann von Tanke zu Tanke immer wieder Wasser gekippt, weil wir mussten irgendwie nach Hause kommen. Okay, ich würde mal sagen, dafür steht das Ganze noch sehr gut da. Und einmal Schande über mein Haupt, ich bin tatsächlich einmal losgefahren ohne Wasserdeckel.
Okay, ich glaube, dann sind wir damit sehr gut bedient mit dem Ergebnis. War wieder so typisch, drei Leute schrauben an der Kiste, ohne Wasserdecke losgefahren. Man guckt so auf die Anzeige, oh, bumm. Weil man ist ja mittlerweile verwöhnt, dass man normalerweise solche Anzeigen hat. Ja. Ne, beim Golf ist das halt eine Anzeige, die ein bisschen hochgeht. Ne? Das würde auch tatsächlich dazu passen, dass die Seite, die als letztes Wasser bekommt, am wärmsten ist und am schlechtesten ist. Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir ja auch eben gemessen. So, weil das Wasser kommt auf der Seite in den Block von der Pumpe rein. Genau, und hier ist halt einfach am wenigsten noch da. Ne? So, das würde aber bedeuten, wenn wir gleich auf eurer neuen Maschine die Sitze nachschneiden, wird man ganz genau sehen, wie er erst auf der Innenseite hier trägt. Auf jeden Fall. Wir sehen das dann, dass wir wahrscheinlich, ich tippe mal so mindestens irgendwie 3/10 oder sowas schneiden müssen. Krass. Okay. Ja, das heißt, Heat-Sitzringe, alles gut. Dann haben wir da drin noch diese Heat-Führung auch, die können wir auch nochmal prüfen. Das fand ich aber auch gerade schon, weil man sieht das allein schon, wenn man das Ventil hier reinsteckt. So, und fühlt hier einfach mal. Das fühlt sich so schon wirklich gut an. Mhm. So, aber wir können das Ganze auch noch mit dem Prüfstift machen. Wir messen mal einmal den Schaft. So, da sind wir jetzt bei 6,97. So, dann würde ich jetzt mal hier 7,0er Prüfstift nehmen. Der ist hier am Anfang so ein bisschen angefahren. Ja, okay, weil man da so schlecht drin messen kann, nimmt man wirklich Stifte, die man hat. In allen verschiedenen Größen immer um 1/100 auf- oder absteigen, kann ich jetzt halt den genau in die Führung stecken und kann halt das Maß feststellen. Wenn ich jetzt hier 7,0 reinkriege, so 7,0 geht schon gar nicht durch. So im oberen Bereich der Führung geht 7,0 rein, aber du siehst jetzt, ich kann hier nicht durch. Von daher würde ich jetzt sagen, hat die Führung so circa 7,01 als Innenmaß. Das heißt, wir haben ungefähr 400 Laufspiel. Das ist auch das, was wir angepeilt haben. Also die Führungen sind mal gerieben worden auf 7,0. Jetzt haben wir ungefähr 7,01. Das ist im Einlass völlig im vertretbaren Bereich. Ja, vor allem, ich muss ja auch mal dazu sagen, das ist halt auch ein großes Ventil, ne? Ja. Wenn man sich überlegt, dass der Klopper hier 8000 Mal auf und zu geht pro Minute, ist da halt schon richtig Saft drin. Richtig. Ne? Die Auslassventile haben natürlich ein bisschen mehr Laufspiel. Das können wir jetzt auch mal gucken. Wir auch noch mal das Auslassventil auch noch messen. Also ich muss auch sagen, ich hätte deutlich mehr Baustelle hier drin. So, siehst du jetzt auch, dass das Auslassventil hat einen 95er Schaft, 6,95. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt im Bereich von 5 bis 600 Laufspiel im Auslass liegen. So, ja, und im Auslass haben wir das gleiche Bild. Also die Führungen sind wirklich noch super. Im oberen Drittel, das ist aber bei jeder Führung so. Das heißt, die kriegt man dann da schwer. Den wirst du da jetzt schwer reinkriegen. Ja, ich kriege sogar nicht mal weiter als so rein. Ja. Also ich hätte hier schon Angst, dass ich die Führung zerkratze. Wir werden die alle noch mal prüfen, auf jeden Fall, wenn wir das jetzt schon mal auseinander haben. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Also wir müssen natürlich eine Sache, wir haben natürlich jetzt gerade den falschen Zylinder gemessen. Für die Korrektheit müssen wir natürlich einmal diesen hier messen. Ne? Aber da wird sich wahrscheinlich nichts ändern, ne? Nee. Hat sogar noch weniger, ne? Ja, ist oben noch besser sogar. Ja, da geht gerade mal so 7,0 rein. Guck mal, jetzt kriege ich nicht mal mehr raus hier. Zack. Auslass auch noch mal. Ja, genau so. Okay. Ja. Überstand müssen wir noch messen. Vorm Schneiden. Mhm. Das heißt, wie übertrieben gesagt, wie tief das Ventil gerade im Kopf sitzt, ne? Genau, wir haben einen Serienüberstand von 34,6 mm. Das heißt, gemessen von dieser Fläche unten auf die Ventilauflagefläche, auf die Federauflagefläche 34,6 mm. So. Das Maß brauchen wir am Ende dafür, um halt auch zu wissen, wie weit die Feder da drin vorgespannt ist. Ja, 34,5. Also wie Serie? Ein Zehntel sogar weniger als Serie. Das heißt, ihr habt damals die Sitze. Schneidet ihr die Ventile dann auch auf Serienmaß, wenn ihr die Sitze neu macht? Die Sitze neu machen, versuchen wir natürlich den Auslieferungszustand, den Werkszustand anzupeilen. Ist jetzt in unserem Fall ja aber noch ganz gut. Das heißt, wir haben sogar noch 1/10 Luft, um dann wieder bei den 34,6 mm Werkszustand zu sein. Mhm. Dann hast du auf jeden Fall hinterher mit deinen Hydros oder deinem mechanischen Ventiltrieb keinerlei Einstellprobleme. Meinst du, wenn ein Sitzring komplett absacken würde, könnten wir das jetzt hier schon messen? Auf jeden Fall, klar. Aber das heißt, der fällt dann wirklich 3, 4, 5 Zehntel ab? Du hast ja teilweise dann bei Köpfen, die mechanisch sind, dass du dann wirklich ja nach Einlaufzeit X das Ventilspiel halt nachstellen musst. Also, dass du dann halt korrigierst. Okay, so, pass auf. Dann kommen wir jetzt mal hier zu eurem neuen Schmuckstück. Ja, das ist eine Serdi S-Tronic M. Das ist so wirklich das allerneueste oder ja, kann man wirklich schon fast sagen, die beste Maschine, um Sitzringe zu schneiden. Mhm. Ist auch komplett eine CNC-Maschine mit einer Siemens-Steuerung. Und ich will jetzt nicht wieder was Falsches erzählen, aber es gibt da eine Handvoll von in Deutschland und ja, eine haben wir jetzt hier stehen.
Also besser geht's halt wirklich nicht mehr. Hast du so auch noch nicht gesehen, ne? Aber sympathisches Logo mit dem S-Bauch auf jeden Fall. Nein, also das Besondere an der Maschine ist einmal wirklich, dass diese Spindel, womit wir hier mit einer kleinen Wendeschneidplatte anschließend den Sitz schneiden, die ist komplett in so einem Luftpolster aufgehängt. Mhm. Das heißt, der Kopf wird grundlegend zwischen diese beiden Böcke gespannt, wird dann grob vorausgerichtet. Das heißt, um den Leuten einmal ganz kurz zu erklären, was diese Maschine überhaupt macht, es geht da drin jetzt einfach nur darum, die verschiedenen Konturen in diesen Sitz zu schneiden. Genau. Und dabei ist halt wichtig, dass es genau zentrisch zu der Führung ist. Genau. Damit das Ventil am Ende, wenn es auch reingeht, da drin. Das soll halt perfekt nicht sein. Genau, ich stelle es mir eh immer ziemlich schwierig vor, weil woher wissen wir, übertrieben gesagt, dass das Ventil jetzt nicht so schließt oder so schließt oder so schließt, ne? Naja, wir gehen schon davon aus, dass das Ventil gerade ist. Mhm. Unsere Führungen müssen natürlich auch dementsprechend gerade sein. Das heißt, beim Herstellen der Führung achten wir schon extrem auf den Rundlauf der Führung. Liegen bei uns irgendwie so bei unter 200 mm Rundlaufgenauigkeit. Bohrung zur Außenfläche. Dann werden die in den Kopf eingesetzt. Dann haben wir hier diesen Piloten. So, damit wird das Ganze grob vorausgerichtet in der Maschine. Das ist so eine Pumpwasserwaage einfach hier oben. Und der letzte Feinschliff, das ist schon unheimlich genau, denkt man erstmal gar nicht. Aber der letzte Feinschliff erfolgt dann halt wirklich über die Spindel, die so aufgehängt ist. Aber das sehen wir ja wahrscheinlich gleich dann. Das sehen wir gleich nochmal, wenn wir den Kopf da drin haben. Okay. Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, das, was man jetzt natürlich hier so golden sieht, das ist ja wirklich nur der eigentliche 45 Grad Sitz. Also unsere Dichtfläche, hast du eben auch schon gesagt, ist hier im Auslass ein bisschen breiter, im Einlass ein bisschen schmaler. Wir haben aber natürlich mit dieser Maschine den Vorteil, wir können halt jede x-beliebige Kontur abbilden. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, wie diese Maschine arbeitet. Also klar, sie dreht mit dem Messer und schneidet, ja. Da sie ja eine Kontur abfahren soll. Genau, also ich habe im Normalfall, wir haben natürlich auch noch hier so eine konventionelle Maschine, da habe ich im Normalfall halt einen Stahl, der da eingespannt ist, der bildet wirklich die Kontur ab, die ich danach auf dem Sitz habe. Hier in dieser Maschine habe ich hier so eine ganz kleine Wendeschneidplatte unten drin mit drei Schneiden und bin dadurch in der Lage, vorher hier auf der Siemens-Steuerung die Kontur zu zeichnen und kann jede beliebige Kontur abbilden. Also egal, ob das jetzt eine Radienkontur ist, ob das eine Mehrwinkelkontur ist, ich kann Venturi-Sitze schneiden, also Sitze, die noch mal enger werden wieder unten. Weil jetzt gerade ist das ja eingestellt auf einen Durchmesser, die diese Schneide fahren würde. Das heißt, während des Schneidens kann sich diese Maschine die Platte weiter auseinanderschieben, um mit einem großen Radius hinzukommen. Das ist hier die sogenannte U-Achse. Das heißt, das Messer verfährt hier außermittig aus dieser Spindel. Und kann somit von klein auf groß fahren und so weiter. Genau, richtig. Das heißt aber jetzt, wenn ich jetzt richtig nachdenke, könnte es sogar passieren, dass wir nach dieser Bearbeitung eine kleine Leistungssteigerung nochmal wieder erzielen. Genau, weil wir den Sitz jetzt einfach nochmal performanceorientierter schneiden können. Also wir können jetzt noch viel mehr Konturen realisieren, als wir das vorher konnten. Weil wir hatten ja schon etlichen Videos geklärt, dass dieser Punkt eigentlich der wichtigste Punkt von der ganzen Kanalbearbeitung ist. Ja. Weil halt gerade dieser Spalt ist jetzt hier so das Entscheidende. Ja. Wie es halt jetzt wirklich ganz eng an dem Sitz vorbei, an dem Ventil lang reinströmt. Genau, das ist halt einmal natürlich die Form des Ventils ausschlaggebend. Das heißt, wir haben hier ja natürlich genauso bestimmte Radien und wir haben auch nochmal hier diesen Backcut, diese Verjüngung am Schaft und natürlich hier auch die Form von den Sitz. Und mit der alten Maschine war es so, dass ihr halt nur feste Winkel schneiden konntet? Das heißt Winkel 1, 2, 3? Ja, man muss fairerweise sagen, der Kopf hier vorher, wir haben ja lange Zeit mit einer befreundeten Firma Sitze geschnitten, ist auch schon CNC geschnitten, aber die Maschine jetzt bietet nochmal wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich muss nochmal kurz sagen, ich hoffe echt, dass der Ton gut wird, weil die Fräse im Hintergrund, die gibt alles. Passend, hat dazu gehört. Gut. Wollen wir sonst mal kurz Pause machen an der Maschine? Nee, oder? Ist egal? Ist auch egal. Jetzt ziehen wir okay, durch. Okay, alles klar. So, Philipp hat mir freundlicherweise den Kopf schon mal eingebaut, weil ich mir so herrlich beim Mountainbike-Fahren die Schulter zerschossen habe. Wir haben den jetzt schon mal grob ausgerichtet. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Pumpwasserwaage mit Piloten in der Führung. So, René kann ich hier schon mal ganz kurz noch mal einmal draufhalten. Da sieht man vielleicht die kleine Luftblase in der Libelle. Das ist jetzt unsere grobe Vorausrichtung für das Ganze. Jetzt haben wir ja am Anfang schon gesagt... Über den Tisch. Über den Tisch, genau. Du hast hier an der Seite links und rechts so einen Feintrieb, womit du das einstellen kannst. Bei der früher war das über so eine digitale Wasserwaage, also über eine Gradzahl. Hier ist das mit dieser Punktwasserwaage. Anschließend wirklich die feine Ausrichtung erfolgt jetzt aber komplett über diese Spindel, die halt komplett in einem Luftpolster gelagert ist. Das heißt, ich kann das auch mal zeigen. Ich habe die gerade hier einmal ganz runtergefahren. Kann jetzt hier oben
aufmachen. So, jetzt siehst du schon, wie ich hier oben... Das ist der Moment, wo ich leider einmal anfassen muss. Ja, vorsichtig. Kannst du jetzt hier die ganze Spindel verschieben. Das fässt sich aber feinfühlig. Das ist brutal, also, oder? Weil gefühlt merkt man, wie du hier so gerade so eine Tonne hin und her schiebst oder so. Ja. Weil leicht wird das ganze Ding ja nicht sein. Nein, die Spindel ist natürlich wirklich schwer. Ist ja auch alles massiv. Weil so ein paar hundert Kilo wird das haben, ne? Ja. Das heißt, die eigentliche... Kann ich jetzt loslassen? Ja, hält man lieber ein bisschen fest, dass sie nicht... Die eigentliche Ausrichtung macht die Maschine gleich ganz genau selber. Genau. Die zentriert sich auf die Führung. Siehst du das hier schon so ungefähr an diesen beiden Pfeilen? Wenn diese Pfeile halt genau übereinander stehen, dann weiß ich, dass die Maschine halt genau gerade ausgerichtet ist. So, das heißt, in dem Moment, wo ich ihr jetzt sage, dass sie sich wieder... So, siehst du, jetzt ist sie da wieder hingesprungen. So, jetzt muss ich das Ganze wieder zumachen. So, und jetzt sind jetzt diese Haltestifte wieder weggefahren. So, das ist die eine Achse, die sich komplett zentriert. Und jetzt habe ich genau das Gleiche nochmal so in dieser Bewegung. So, jetzt siehst du wirklich, wie ich hier diese ganze Spindel so bewegen kann. Ne? Das heißt, übertrieben gesagt, es ist fast egal, wie du den Kopf hier drauf machst. Ja. Solange man in dem Bereich ist, wo die Maschine sich von der Achse her genau ausrichten kann, so mit Tiefe. Richtig. Das heißt, das Besondere ist, dass wirklich die beiden Achsen genau wirklich 100% fluchten. Von Führung und Schnitt. So, perfekt. Ich glaube, ich habe alles wieder richtig zurückgemacht. Alles gut? Ja, sieht fest aus. Ja, perfekt. Nein, so, und darüber zentrieren wir das Ganze nochmal perfekt. Das heißt, wir fahren gleich die Führung an mit dem Piloten. Der Pilot dreht sich mit bei der Maschine. Das heißt, ich muss gleich genau zielen mit dem Piloten, fahre dahin. Und der Pilot muss immer so ungefähr 1/100 untermaßig zu der Führung sein. Pilot ist der, der quasi da in der Mitte reingeht? Genau. Mir super viele verschiedene Größen. Das sind jetzt so Vollatmetallpiloten. Der hier hat jetzt zum Beispiel durchgehend 698, die sind geschliffen auf Maß. Sind auch nicht bei der Maschine wieder konisch klemmen. Hier durchgehend das Maß, weil er sich, wie gesagt, dreht in der Maschine. Das heißt, der geht in die Führung rein? Ja, der müsste sogar auch noch passen jetzt dreht gerade. Sich dann beim Schnitt die ganze Zeit mit? Genau. Die Sparversion wäre wahrscheinlich, man würde die Maschine jetzt drüber fahren und würde den Kopf so lange ausrichten, bis sich das gefühlt frei da drin dreht und fertig. Ne? Genau, ja. Und dann gibt es halt die Hightech-Variante, die das auf dem Luftpolsterkissen macht. Richtig. Ne? Das sieht auch nicht sonderlich günstig aus, die Maschine, ehrlich gesagt. Nein, also wenn man das so sagt, die Maschine kostet knapp 200.000 Euro. 200.000 Euro? 200.000 Euro. Ist immer schwer vorstellbar. Aber alleine über die Siemens-Steuerung, die da dran ist, das ist halt wirklich absolut das Modernste, was man irgendwie kaufen kann. Da muss man schon ein paar Sitze für schneiden. Ne? Kann sogar fast sagen, also es rentiert sich eigentlich nicht. Es ist halt nur für uns. Wir wollen halt das beste Produkt anbieten. Das Zusammenspiel von allem macht es dann. Das heißt, die Abläufe, das Gesamtpaket, das wirklich alles hier hausintern. Genau. Wir wollten das halt eigentlich immer anbieten so, und wollen halt einfach die bestmögliche Qualität abliefern. Und gerade jetzt mit den ganzen Direkteinspritzern etc. ist halt auch dieser Venturi-Ventilsitz unheimlich interessant. Und da gibt es halt auch einfach gar keine andere Maschine, die das so darstellen kann. Das heißt, mit der Maschine seid ihr jetzt autark und macht alles hier? Ja. Wir müssen das Ganze auch nochmal simulieren lassen. In dem Moment fährt er jetzt wirklich einmal die Kontur ab. Also man sieht die unterschiedlichen Schnitte. Das heißt, er schrubbt jetzt erstmal vor. Ich glaube, diesmal so in 4 Schritten. Das Goldfarben ist halt wirklich die Wendeplatte, die mit eingeblendet wird. Und hier siehst du dann die unterschiedlichen Radien bzw. Winkel, die programmiert sind. Mhm. Okay. Krass. Jetzt gerade in dem Moment drehen wir einfach mit dem Handvorschub ganz vorsichtig runter, um wirklich nach Gehör anzukratzen an dem Ventilsitz, um den Nullpunkt festzulegen. Ah, jetzt hat man gerade auch geil gesehen, wie die Schneide sich so verstellen kann, weil sie gerade einmal in die Mitte gefahren ist. Genau. So, das heißt, wir machen jetzt den ersten Schnitt. Gucken einfach mal, wie gut wir dann schon eine Kontur abgebildet bekommen. Es sieht auf jeden Fall so filigran gerade aus, dass wenn der da jetzt zu stark drauf fährt, dass er einmal knallt und einfach das auseinanderbricht. Genau so ist es leider auch. Und über diesen kleinen Taster erkennt er die Höhe immer. Genau. Ja, auch immer. Ah, jetzt sieht man schon, jetzt sieht man, er trägt schon auf der einen Seite. Wie er in der Tiefe so ein bisschen schön schnallt.
Junge, da holen wir ja richtig Material raus hier, Alter. Da haben wir den Innendurchmesser, das auch wieder hier. Innendurchmesser vielleicht doch ein bisschen konservativ letztes Mal ausgelegt. Gleich. So, aber man sieht auch so ein bisschen das, was wir eben schon thematisiert haben. So, das jetzt im letzten Schnitt war wirklich nochmal das Schlichten, deswegen ist er da dann auch so dementsprechend langsam gewesen. Wir müssen jetzt aber nochmal gucken, wie viel wir nochmal zustellen, um halt wirklich über ein gleichmäßiges Bild zu haben in dem Sitz. Können wir das einmal rausfahren jetzt gerade, um uns da zu gucken? Nein, wenn wir jetzt rausfahren würden, verlieren wir natürlich auch in dem Moment die Position. Von daher müssen wir uns das jetzt so schon einmal angucken. Wir können jetzt gleich mal einmal auf der Maschine uns noch anschauen. Wir können halt jetzt wirklich im hundertstel Millimeter Bereich nachstellen. Also das was heißt, die ganze Kontur tiefer setzen. Genau. Also ich würde jetzt dazu übergehen und würde erstmal so ja, 2,5 Zehntel tiefer schneiden. Das wäre jetzt das, was wir als nächstes unten eingegeben haben. Also Next Cut Offset minus 0,25 mm. Und würde dann einmal schauen, wie das Bild auf dem Ventilsitz aussieht. Kann es sein, dass die Maschine automatisch auch je nach Durchmesser, die sie schneidet, die Spindeldrähte anpasst? Ja, genau. Dass das ist immer die gleiche Schnittgeschwindigkeit. Richtig, das siehst du ja jetzt auch. Also ich guck da gerade so drauf und denkst, irgendwie geht das Ding immer schneller und langsamer. Jetzt schrubbt er natürlich erst wieder. Also die Kontur ist jetzt schon 0,15 mm tiefer. Genau. Und wir sehen trotzdem noch, wie wir das am Anfang thematisiert hatten, wie hier, wo es schwarz ist, die Kontur noch nicht wieder nachgeschnitten ist. Das heißt, an der Stelle muss sich der Sitz auf jeden Fall leicht verformt haben. Ne? Genau. Hier einmal im Bereich zum Kerzengewinde und zwischen den beiden Sitzen. Ne? Mhm. Sieht man auch ganz gut. Ich würde jetzt einfach nochmal, ich glaube, wir ist ja 3,5 Zehntel insgesamt. Wären wir dann tiefer. Ist es denn schlimm, wenn wir es nicht schaffen, das alles wegzunehmen? Weil die eigentliche Dichtfläche ist ja schon wieder neu. Das Wichtigste ist, dass wir wirklich den 45-Grad-Sitz komplett abgebildet haben. Ich meine aber, man sieht hier auch in dem Bereich, dass da auch noch ein kleines Stück fehlt. Also ein bisschen nachschneiden würde ich noch. Ne? Wir wären aber sogar da noch im Bereich, dass das sogar noch beim Hydrobetrieb kompensiert werden würde. Mhm. Also wir sind noch so nah an dem Serienmaß. Aber ich würde jetzt sagen, wir schneiden trotzdem noch einmal nach. Um das mal kurz zu erklären, das Problem ist natürlich, je weiter das Ventil immer tiefer in den Kopf reingeht, irgendwann hat das Hydroelement oben halt einfach nicht mehr genug Ausgleich und würde auf Block gehen. Das heißt, das Ventil bleibt dort stehen. Genau, sind wir in diesem Bereich 3/10. So wenig ist das nur? Ja, das ist immer so unser Richtwert. Im Bereich 3/10, ansonsten machen wir uns zumindest Gedanken, ob das passt. Ich hätte gedacht, das Ding kann locker einen Millimeter ausgleichen. Nein, nein. Wir haben jetzt nochmal 500stel nachgestellt. Das heißt, wir sind jetzt final bei minus 0,4 mm gelandet, rechnerisch auf der Maschine, nach unserem Ankratzen auf dem Sitz. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dadurch, dass der Sitz ja vorher auch leicht oval war, das heißt, wir haben in dem Bereich ja einen Hochstand gehabt, dass, wenn ich jetzt gleich nachmessen werde, werden das keine 4/10 sein. Also wir sind absolut auf der sicheren Seite. Wir machen es aber auch immer lieber so, ich schneide gerne nochmal 500stel tiefer, weil es kann ja auch sein, dass der Einlassring hier hinten ein bisschen mehr braucht zum Nachschneiden, dann fange ich halt sonst wieder von vorne an. Das heißt, alle Ventile haben am Ende die gleiche Höhe? Genau, ich brauche jetzt gleich wirklich nur die Maschine auf den nächsten Sitz fahren, zentriere wieder, drücke auf Start und der fährt auf die minus 0,4 mm. Weil logischerweise die Nockenwelle auch überall die gleiche Höhe hat. Richtig. Somit naja, hat man unsere überall den gleichen, genau, das gleiche unsere Referenzfläche Spiel. Ist ja hier die Planfläche. Wir müssen natürlich immer gucken, dementsprechend, dass das in dem Bereich sauber ist, weil er natürlich mit dem Finger immer da drauf tastet. Ne? Okay. Können wir uns den Sitz jetzt da nochmal anschauen? Zieh mal aus, den Alter. Ja, würde ich sagen, haben wir ein ziemlich schönes Ergebnis hingelegt. Ja, diese Heat-Sitzringe glänzend sehen einfach immer geil. Neu ist halt einfach immer am schönsten. Ne? Neu ist halt einfach neu. Ja. Nee, mega. Also echt sowohl die Oberfläche als auch, jetzt sieht man auch so ja, das wird die Kamera nicht einfangen können, so die einzelnen Konturen sieht man schon so, ne? Man sieht, wie wir den Kanal definitiv ein bisschen größer gemacht haben
Lassen wir das so oder putzt ihr sowas dann nochmal an? Nein, den Innendurchmesser hier, diesen Übergang würde ich von Hand dann nochmal final verschleifen. Das heißt, einen Fächerschleifer nochmal. Genau, das ist bei uns sowieso immer dieses Handputzen, das wirklich bei jedem Kopf geht am Ende nochmal ein Mitarbeiter von Hand einmal bei, wenn irgendwo noch eine Kleinigkeit auffällt, gerade Übergang Sitzring zu Kanal, dass man das wirklich nochmal händisch perfekt diese Kante angleicht. Mhm. Okay. So. Was mir bei dir jetzt gerade noch aufgefallen ist, so bei deinen Autobahnfahrten ohne Kühlwasser, wir könnten ja nochmal die Auslasskanäle beschichten. Was soll das heißen? Das ist ja nicht so, dass ich auf einmal luftgekühlt fahre wie du hier. Ja, ja. Stimmt, dir kann das ja gar nicht passieren. Dir kann das nicht passieren, ich habe solche Probleme nicht. Wir haben über die Thematik irgendwann schon mal gesprochen, das heißt? Ich würde sagen, wir strahlen jetzt nochmal komplett die Auslasskanäle, also wir entfernen nochmal den ganzen Ruß und dann würde ich die nochmal Keramik beschichten. Das heißt, das könnt ihr auch hausintern hier? Das können wir auch hausintern machen, so. Das heißt, wir machen einfach noch mal so eine kleine Hitzeschutzschicht da rein. Wir haben das schon ein paar Mal thematisiert beim Thema Kolben oben drauf. Ja. Ist eine ähnliche Sache. Ihr lackiert eine Beschichtung in den Auslasskanal? Genau, es ist eine aufgebrachte Keramik, die wird halt rauflackiert. Das heißt, der Kanal muss vorher natürlich dementsprechend vorbereitet werden, muss komplett fettfrei sein und dann haben wir damit durchweg positive Erfahrungen gemacht. Was ist der Sinn von dieser Beschichtung? Einfach natürlich, ich möchte ja die Wärme aus dem Kopf bekommen. Das heißt, ich möchte die natürlich auch möglichst schnell über den Auspuff verlieren. Und dadurch kühlen natürlich die Abgase weniger im Kopf ab, sondern versuchen, also ich will das halt einfach schnell aus dem Kopf raus haben. Das heißt, theoretisch müssten wir dadurch sogar auch eine kleine Leistungssteigerung haben, weil auch mehr Energie in den Turbolader reinkommt. Theoretisch ja. Wärmere Abgase im Turbolader, gleich mehr Volumen, gleich mehr Energie. Praktisch müsste man es natürlich rausfahren, aber wir wissen alle, wir sind hier bei solchen kleinen Nuancen und versuchen halt immer alles zu geben. Ne? Mir hat, glaube ich, mal einer erzählt, das war, glaube ich, auch beim Kolbenbeschichten, es gab mal einen Porsche-Motor, da hatte Porsche das schon gemacht. Okay. Die hatten so Einsätze im Auslasskanal. Das ist bei den ganzen luftgekühlten Porsche so, die haben so Keramik-Portliner. Also die ganzen alten luftgekühlten Porsche, oder nicht alle, aber viele haben diese Keramik-Portliner im Auslasskanal. Aber das ist wirklich Porzellan im Auslasskanal. Das ist so ein Porzellaneinsatz. Ja, das klingt für mich auf jeden Fall auch nochmal wieder nach einer so interessanten Thematik, dass ich würde sagen, für heute ist erstmal Schluss mit diesem Video. Ihr könnt ganz in Ruhe die restlichen 11 Sitze jetzt fertig machen, weil der Kopf muss jetzt durchgezogen werden. Jetzt rausnehmen und wieder reinmachen wäre halt Quatsch, weil wir gerade dann diese Präzision verlieren, alle gleich zu schneiden. Genau. Das heißt, jetzt werden alle geschnitten und dann im nächsten Video könnt ihr euch darauf freuen, wie wir Kanäle beschichten, uns die Ventile angucken und vorbereiten, zusammenbauen, Ventilspiel einmessen für die mechanischen Ventile. Ventiltrieb. Ja. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, gutes Ergebnis, sieht geil aus, alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Zeit, dass wir das zeigen durften. Sehr gerne. Geile immer. Maschine. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.